Ich lese jetzt mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt vor. Geschrieben von Daniel Henny und Philipp Kofce im Aurel Füssli Verlag. Jetzt zur Schweizer Abstimmung über das Grundeinkommen. Das Kapitel heißt, wer nicht zwingen kann, muss überzeugen. In der Grundeinkommensgesellschaft ist die Purpose Economy, also die Sinnwirtschaft im Vor, die Profit Economy, Profit Economy im Nachteil. Das Grundeinkommen verstärkt die wirtschaftliche Sinnausrichtung, weil jeder mitentscheiden kann, was Sinn macht. Die reine Profitausrichtung verliert an Hebelwirkungen, weil niemand mehr mitmachen muss, der nicht will. Der Geld-für-Geld-Wirtschaft ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Dorn im Auge. Wer mit seiner Investition jedoch Sinnvolles erreichen will, der findet in der Grundeinkommensgesellschaft bessere Rahmenbedingungen vor. Der Investor steht also vor der Frage, wem er mit seiner Investition dienen will. Will er Sinn, muss er voraussichtlich auf kurzfristige Profite verzichten. Will er schnelles, schmutziges Geld, geht er besser dorthin, wo es kein Grundeinkommen gibt. Die Chance, dass er dort von unmenschlichen Bedingungen profitiert, ist deutlich größer. Das Edelman Trust Barometer 2015 zeigt, dass Menschen weltweit vor allem Organisationen vertrauen, die nicht ihren eigenen Profit in den Vordergrund stellen. Also Organisationen, die für einen gemeinwohlfördernden Zweck arbeiten. Wer nicht für Profit arbeitet, der ist weniger manipulierbar. Genau das wird geschätzt. Wer nicht zwingen kann, muss überzeugen. Wer Erpressbarkeit und Angst mindern will, muss Sicherheit und Freiheit gewährleisten. Wer hingegen jemanden für seine eigenen Zwecke einspannen will, ist gut beraten, ihn an der kurzen Leine zu führen. Es ist besonders effektiv, Menschen mit kleinen Belohnungen und dem Hinweis, dass es anderen noch schlechter gehe, bei der Stange zu halten. Profit lässt sich gut im System der Existenzkonkurrenz erzielen. Ein schönes Wort. Dazu bedarf es Menschen, deren Einkommen das Existenzminimum nicht übersteigt. Davon kann sich die Mittelschicht absetzen und die Elite kann sich dann oben draufsetzen. Bei denen ganz unten auf der Existenzskala ist es wichtig, dass sie sich selbst schuldig an ihrer eigenen Lage fühlen und zugleich daran glauben, alsbald in die Mittelschicht aufzusteigen. Wer zur Mittelschicht zählt, der sollte bereits so denken und fühlen, als wäre er Teil der Elite. Bei Abstimmungen in der Schweiz kann man beobachten, dass das ganz gut funktioniert. Die Mehrheit der Schweizer entscheidet zumeist so, als würde sie bereits zu den Reichen zählen. Sie entscheidet sich auf dem angeblichen Weg nach oben so, als wäre sie schon dort. Das System der Existenzkonkurrenz stabilisiert sich, indem jene, die sich selbst nachweislich nicht helfen können, geholfen wird. Die Oberen geben den Unteren. Wer ein bedingungsloses Grundeinkommen erhält, muss nicht mehr nach oben schauen und Hilfe erbitten. Er muss sich nicht gefügig machen. Er muss nicht mehr um seine Existenz konkurrieren, sondern in der Sache. Das war mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist, von Daniel Henny und Philipp Kofce, warum das Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Ich hoffe, es hat Sie auch etwas inspiriert.